Zwei Jahre nach dem Tod seiner Ehefrau heiratete er eine andere Frau. Dann, eines Tages, erhielt er einen merkwürdigen Anruf, der sein komplettes Leben auf den Kopf stellte. Zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau begann David Schmitz gerade sein Leben wieder neu aufzubauen. Zum einen hatte er eine neue Frau kennengelernt, mit der er viele Zukunftspläne hatte. Doch kurz nachdem David sich mit ihr verlobt hatte, erhielt er jedoch einen ungewöhnlichen Anruf, der sein komplettes Leben erschütterte. Bereits im Januar 2011 zerfiel das Leben von Brenda Schmitz, als sie erfuhr, dass sie an Eierstockkrebs im vierten Stadium litt. Tragischerweise war der Krebs tödlich und schon sehr stark ausgeprägt gewesen, was bedeutete, dass ihr und ihre Familie nicht mehr viel Zeit blieb. Als David dem Radiosender Star 102.5 im Jahr 2013 ihre Diagnose beschrieb, sagte er über seine Frau Folgendes: Brenda hat einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Doch anstatt den Rest ihres Lebens bitter in Trauer zu verschwenden, akzeptierte sie ihr Schicksal mit Anmut. Die größte Sorge der Mutter war es, wie ihre Familie damit umgehen würde, wenn sie eines Tages davongehen wird. Infolgedessen wollte sie, dass David nach ihrem Tod mit jemand anderem glücklich wird. Sie ermutigte ihn sogar aktiv nach einer anderen Frau zu suchen. Tatsächlich hatte seine Frau gewollt, dass er jemanden findet, mit dem er glücklich sein Leben teilen konnte. 2013 berichtete David zu CNN: Brenda und ich haben uns vor ihrem Tod ausführlich unterhalten. Sie hat mir gesagt, ich soll jemanden finden, der die Kinder liebt und sie wie ihre eigenen behandeln wird. David fuhr fort: Ich fragte sie, woher ich wüsste, wann ich diese Person treffen würde. Brenda sagte: Ich werde es sich wissen lassen, weil ich da sein werde. Bei allem, was in Davids Leben bisher passiert ist, war die Suche nach einer neuen Liebe vielleicht das Letzte, woran er dachte. Leider verlor Brenda im September 2011 ihren Kampf gegen den Krebs und nach Brendas Tod wandte sich David der Unterstützung der vier Kinder zu. David hatte zwei Söhne namens Josh und Justin, bevor er und seine verstorbene Frau sich kennengelernt hatten. Und Brenda hatte einen Sohn namens Carter gehabt, der ebenfalls aus einer früheren Beziehung kam. Und gemeinsam teilten die beiden einen kleinen Sohn namens Max. Der kleine Junge war erst 2 Jahre alt, als seine Mutter verstarb. Brenda war tatsächlich nur 10 Tage nach Max' zweiten Geburtstag gestorben. Daher war es Davids Pflicht gewesen, die Erinnerung seiner Frau für ihren Sohn für immer lebendig zu halten. Natürlich waren die ersten Monate nach Brendas Tod sehr hart für die Familie gewesen. Doch mit der Zeit wurde die Trauer etwas leichter zu ertragen und David begann in die Zukunft zu schauen. Dann im Oktober 2012 traf der Witwer eine neue Frau namens Jane. Und zufällig schien die bereits zweifache Mutter genau in die Familie zu passen. Herzlich nahm sie die Kinder ihres neuen Partners als ihre eigenen auf, genau wie es Brenda gehofft hatte. Darüber hinaus schien es ein weiteres Zeichen dafür zu geben, dass Jane genau die richtige Frau war. Dieses Zeichen wurde offensichtlich, als Jane sich nach einem Regenbogenfoto in Max' Kinderzimmer erkundigte. David erklärte CNN die Geschichte hinter dem Foto. Brendas und Max' Lieblingslied war Over the Rainbow. Sie sangen es ständig zusammen. Der Vater fuhr fort: An dem Tag, an dem Brenda starb, starb sie um 7.07 Uhr morgens. Wir hatten seit 5 Wochen keinen Regen mehr gehabt und aus heiterem Himmel streckte sich an ihrem Todestag ein doppelter Regenbogen so hell wie möglich kilometerweit über den Himmel aus. Der örtliche Wetterdienst sagte, dass der Regenbogen ein Phänomen gewesen sei, da es seit Wochen keinen Regen gab. Ich wusste, dass es Brenda war, sagte David. Nachdem er ihr die Geschichte erzählt hatte, schaute Jane auf ihr Handy und zeigte David ein Bild desselben Regenbogens. In diesem Moment erkannte David, dass Jane genau die richtige Frau für ihn war. Darüber hinaus ließ ihn der Regenbogenzufall glauben, dass seine neue Beziehung Brendas Segen hatte. Also schlug David Jane im September 2013 die Ehe vor und sie sagte ja. Im Dezember 2013 wandte sich der Radiosender Star 102.5 an David. Der lokale Sender teilte dem Vater mit, dass ihm und seiner Familie jemand einen Weihnachtswunsch geschickt hätte. Die Identität des mysteriösen Absenders wurde jedoch zunächst geheim gehalten. Ein paar Stunden später erfuhr David, dass das Weihnachtsgeschenk von seiner verstorbenen Frau Brenda stammte. Einen Monat vor ihrem Tod hatte Brenda ihre Anfrage in einem Brief niedergeschrieben. Sie hatte dann einen Freund gebeten, den Brief so lange aufzubewahren, bis David eine neue Frau kennengelernt hatte. Brenda wollte, dass die Nachricht an das Weihnachtswunschprogramm von Star 102 gesendet wird. Brenda hatte 3 Wünsche, die der Radiosender erfüllen sollte. Zunächst wollte sie eine unvergessliche Reise für die ganze Familie.
Sie bittete auch um eine Party für alle Ärzte und Krankenschwestern, die sich um sie gekümmert hatten. Und zu guter Letzt wollte sie Jane verwöhnen. Als David den Worten seiner verstorbenen Frau zuhörte, liefen ihm die Tränen über die Wange. Nachdem er sich zusammengesetzt hatte, sagte er dem Sender, dass er nicht überrascht sei, von jenseits des Grabes von Brenda zu hören. In den letzten anderthalb Jahren hat sie so viele Anzeichen gezeigt, dass sie immer noch hier ist, sagte er. Mit Hilfe von Sponsoren hat der Radiosender alle Wünsche von Brenda erfüllt. Sie schickte ihre Familie auf eine Reise ins Disneyland, bei der alle Kosten bezahlt wurden. Dort durfte Jane eine Massage genießen und damit konnte David und seine Familie Brendas Liebe noch einmal erleben. In der Zwischenzeit erhielt Jane eine weitere Bestätigung, dass sie am richtigen Ort war. Das liegt daran, dass bekannt wurde, dass Brenda auch einen persönlichen Brief an Davids neue Verlobte geschrieben hatte, in dem sie erklärte, wie sehr sie Jane liebte. Dieses Schreiben rührte seine neue Ehefrau zu Tränen. Und wie Jane sagte, war sie sich Brendas Anwesenheit mehr als bewusst. Ich bin mir sicher, dass Brenda definitiv über uns wacht, sagte Jane.